Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Farmarama. Und ich habe ja schon mal einen Schnupperkurs gemacht und euch hier und da etwas gezeigt. Und ja, und jetzt ist es auch soweit mit dem Let's Play. Und ich würde sagen, wir starten zuerst das Tutorial. Und was soll ich... Ich mache erstmal das Tutorial, was das für uns anbietet, die Seite. Und dann erzähle ich mal etwas dazu. So. Also wir ernten, kriegen ein Geschenk, beziehungsweise etwas geschenkt, kriegen 100 Moospennies und 20 mal Erfahrungspunkte. Beides ist noch wichtig, zum Beispiel wenn wir uns auf dem Markt was kaufen wollen und auf den nächsten Level zu kommen, sind die Erfahrungspunkte sehr wichtig. So, und Aussaat. Wir beginnen mit der Aussaat. Wir haben hier 9 Plätze frei und er zeigt uns auch, was wir machen müssen. Das ist sehr gut gemacht. Pflanzen wir Salat ein. An. Ja, gut. Wir kriegen wieder etwas geschenkt. Und wir sollen jetzt die Felder bewässern und düngen. Super, wir haben es geschafft. Hier sind wir drauf. Ich würde sagen, wir platzieren das hier unten hin. Gehen wieder darauf. Wunderbar, jetzt ist es schön unsymmetrisch. Ein Moment, ich setze noch einmal hin. Zack. Und schon haben wir alles gleich. Wir gehen in die Samerei. Holen uns Möhren. Die sofort ausverkauft sind. Ist ja mal ein Ding. Ja, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich bin jetzt noch ein bisschen leise, weil das liegt auch daran, dass es hier noch ein bisschen das Tutorial ist. Und ja, das erklärt von alleine schon, was wir alles machen müssen. Es ist leicht zu verstehen. Ich muss auch sagen, ich habe das anfangs sehr gerne gespielt. Farmarama. Und mit einer meiner Lieblings-Online-Spiele geworden und ja, aber mit der Zeit hat das dann nachgelassen und ja, wo setze ich den Baum hin? Ich setze den mal hier oben hin. So. Wir bekommen auch mal wieder ein bisschen Geld und ja, Hühnerfutter bekommen wir und eine Eule. Wunderbar. Ja. Was wollte ich sagen? Naja, das war einer meiner Lieblingsspiele, aber das habe ich jetzt so sehr gesuchtet, dass das, also ich habe es einfach viel zu oft und viel zu lange gespielt. Dabei ist mir dann auch mal die Lust vergangen ein bisschen. Wollte aber trotzdem ein Let's Play machen, weil ich wollte euch trotzdem mal zeigen, auch wenn ich weiß, dass es schon einige Let's Plays dazu gibt. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, es gibt schon einige, die dabei sind. Gut, wir füttern unsere Hühner, geben ihnen zu trinken und wir haben es wieder geschafft. Oh, jetzt haben wir alles, was ein Farmer braucht. Wir haben Tiere, also Zucht. Pflanzen haben wir, Gemüse und Getreide und Obst und so weiter haben wir auch. Und was fehlt uns denn noch? Ja, noch mehr mischen. Okay. Ich weiß schon ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich da schon ein bisschen auskenne. Ich habe das lange gespielt gehabt, aber wie gesagt, ich habe einfach die Lust verloren daran, weil ja irgendwann wird es dann auch langweilig, weil man kaum vorwärts kommt. Ja.
als zu übertrieben ist manchmal, was die Erfahrungspunkte betrifft. So, ich möchte das Spiel jetzt aber nicht vermünzen, sondern ich muss ehrlich sagen, dass die Macher von Farmer Mama nicht wirklich was Gutes einfallen lassen. Die Grafik stimmt, alles ist wunderbar. So, und wir haben also jetzt endlich geschafft, das Tutorial, es ist vorbei und jetzt kann ich auch etwas erklären. Und hiermit möchte ich euch nochmal herzlich willkommen wünschen hier zum Let's Play Farmarama. Und es ist ein Online-Spiel und man kann es auf der Seite, ich mache wie immer ein Video, unter der Videobeschreibung, also in der Videobeschreibung, setze ich einen kleinen Link dazu. Da müsst ihr euch registrieren. Das Ganze ist kostenlos. Und ihr müsst euch nichts runterladen oder installieren. Alles, was ihr benötigt, ist halt ein Internet Explorer. Und wie soll es auch anders sein? Flash Player. Aber das ist eigentlich mit das Wichtigste, was das müsste ja eigentlich schon auf deinem Computer drauf sein. Weil sonst könntest du nämlich gerade nicht das Video hier angucken und nicht labern hören. So. Also, wir haben hier verschiedene Sachen. Ich erkläre noch ein bisschen. Anfangs ist ein bisschen so erzählen und erklären. Deswegen wird die Folge jetzt auch ein bisschen länger werden. Und ja, ich erkläre erstmal, bevor wir hier ernten. Und zwar, wir haben hier die Hühner. Die können wir wie folgt mit Futter machen, mit Wasser. Das Futter, das Hühnerfutter. Das machen wir hier. Und hier sieht man auch verschiedene Tiere, die man hat. Wie zum Beispiel Maulwürfe, Füchse, Störche, Igel und Mausfutter und Hundefutter. All das ist da. Auch das Superfutter, das wird eines Tages, ich hoffe, das wird noch bis dahin kommen. Das benötigen wir zurzeit jetzt noch nicht ganz. Es wird mehr für die Zucht benötigt. Und halt wichtig ist momentan auch das Hühnerfutter. Und da haben wir hier die Anzahl, steht hier oben die Zahl. Und hier oben steht immer die Anzahl von das Futter, was wir da haben. Und davon haben wir gerade zweimal. Also zweimal Hühnerfutter. So. Und hier unten die kleinen Bildchen, die zeigen uns an, was wir benötigen, um das Futter zu herstellen. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Taubenfutter gehen will, also wenn ich Taubenfutter benötige, bräuchte ich zweimal Walnuss, mindestens zweimal Walnuss und dreimal Bohnen. Ja, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Also. Ja, wir haben verschiedene Bäume, die wir anpflanzen können. Ich kann mir mal ein bisschen zeigen. Okay, hier nochmal, ich zeig dir nochmal. Huch. So. Man hat, hier sind die ganzen Events. Hier zum Beispiel ist momentan noch das Event und täglich lebt der Rüdiger. Hier stehen bei der Uhr hier steht immer die Events, die so bei Farmarama ab und zu laufen. So, und die haben immer eine gewisse Anzahl an Stunden, bis diese Events ablaufen. So, das wäre erzählt. Man kann hier auch, wenn das ein bisschen nervt, zum Beispiel wenn man jetzt viel angepflanzt hat hier und so, nervt das ab und zu. Da kann man das ein bisschen hier so draufklicken und man sieht hier ab und zu laufen auch ein paar kleine Tierchen über unseren Acker. Also nicht über, sondern am Rand so laufen sie ab und zu mal vorbei und selber so anklicken kann man sie nicht. Also das ist einfach nur, ja, sagen wir einfach mal so Background. So, und man hat hier die verschiedenen Möglichkeiten, Felder anzubauen. Hier hat man zum Beispiel einmal eins, das sind die kleinen Felder. Die sind so groß, die sind... Ja, man hat ja auch hier auf dem Boden ein gewisses Raster, wo man anpflanzen kann. Und hier zum Beispiel ist kein... Hier ist das Raster schon zu Ende und deswegen kann ich es wirklich anpflanzen. Das ist schon ein bisschen blöd gemacht, aber es ist ja jetzt nicht tragisch. So, wir haben hier ein 2x1 Feld und das sieht so aus. Da kann man auch, man kann hier mehrere anpflanzen auch.
mal gezeigt. Und das Ganze geht natürlich auch mit dem Kleinen. So. Und man hat natürlich hier die großen Felder. Die nehmen natürlich immer viel Kästchen vom Wasser. Wenn man hier drauf klickt, also wenn man das jetzt nicht mehr, wenn man nicht mehr hier anpflanzen will, also mehr legen will an ne, Beete, klickt man hier drauf. So, und dann wäre es auch schon erledigt. So, man hat hier, das ist die Schnellaussaat. Dem würden wir irgendwann noch kommen. Das ist jetzt noch nicht so weit. Das ist erst auf Level 60, steht ja auch da. Und genauso wie hier, das ist erst auf Level 21. Gewisse Sachen sind immer levelbedingt. Das ist schon ein bisschen blöd. Aber beschweren kann man sich da jetzt nicht, weil es lohnt sich. So, diese Kiste hier ist unser Inventar. Dieser ist wie folgt aufgelistet. Wir haben mehrere Kategorien. Und zwar hier Bäume, also Bäume im Inventar haben, oder Tiere im Inventar oder Dekoration. So, hier bei Bäumen haben wir zum Beispiel zurzeit wirklich nichts da. Bei Tieren auch nichts. Aber wir haben schon was bei Dekoration. Und das ist die Eule. So, und hier steht der Name der Eule. Das ist die Orla, die weiße Eule. Und die braucht zum Einsacken. Ich nehme das. So, man kann hier auch die Orla hinsetzen. Ich setze sie jetzt mal dort oben hin. Da kann ich gleich mal die Schaufel hier zeigen. Das Multi-Werkzeug. Hier kann man die Gegenstände, die man hat, man kann das leider nur in eine Richtung drehen. So, man kann hier drücken. Man kann hier auch wie bei den Beeten aufdrücken und dann ist nichts mehr. So, dann können wir verschwinden. So. Oder man kann die auch löschen. Das möchte ich jetzt aber nicht zeigen, weil sonst ist die Eule nämlich weg. So. Hier gehe ich nochmal hier drauf. Und zwar, das ist der Shop. Hier kann man alle möglichen Sachen kaufen, wie zum Beispiel Bäume. Und hier kann man oben auch gucken. Und dann wechseln wir dann die Kategorien. So, aber leider Gottes ist die auch das nicht ganz so kostenlos, denn dafür müssen wir, um einen Baum zu erhalten, müssen wir Moos einsammeln bzw. verdienen. Und das kann manchmal ziemlich schwierig sein, kann aber auch leicht werden. Wie man sieht, stehen hier unten unter dem Apfelbaum hier ist das Bildchen, ein kleines Bildchen. Man kann hier auch gucken, wie viel man einkaufen möchte. Hier zum Beispiel 12 Bäume für, das rechnet ihr gleich aus. Ein Baum kostet 30 Pennies. Und dann zählt er das immer einmal mehr drauf. So, und 12 mal Bäume kosten halt 3600 Moospennies. Und hier oben sieht man noch, hier oben sieht man unser Gehalt, was wir zurzeit haben. Das sind die Moospennies. Und das ist das Gold, sozusagen. Ja. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Tulpengulden. Eine wunderschöne Idee, muss man ja sagen. Ja. Was kann ich noch zeigen? Wir waren schon im Shop. Hier unten, das ist die Bank. Hier kann man einzeln kaufen und pipapo. Hier muss man tatsächlich Geld zahlen. Na, jetzt muss ich hier hochkommen. So. Zack. Das ruckelt ab und es hat gerade ein bisschen geruckelt, weil, ich kann das jetzt nochmal zeigen, so, zack. Weil ich gerade an der Seite am Scrollbalken ein bisschen drehen musste, so dass ich das Bild auch im Blick habe. So. Also hier muss man Geld zahlen, bares Geld, also Euros. Hier kann man Premium-Mitglied werden und sich halt
Moospennies und Tulpengulden kaufen und natürlich auch verdienen. Aber das ist jetzt nebensächlich und gehört meines Erachtens jetzt nicht mit zum letzten Weg. So. Natürlich gehört das auch mit dazu, weil ein Let's Play ist ja dazu da, um euch die Sachen zu zeigen. Hier. Also ich erzähle nochmal, hier ist das unser Wasserstand, da kann man draufgehen und hier sieht man, wie viel man Wasser hat. Wir zum Beispiel haben jetzt gerade nur noch 98 Wasser und das geht alles nur bis 100. So. Und hat natürlich auch super Dinge und super Futter. Zum super Futter, das habe ich erzählt. Ist wichtig auch für die Fütterung, für die Zucht und so. Und den Superdünger ist halt günstig, um schnell Sachen anzupflanzen und zu ernten. Wenn man hier drauf geht, das kostet, man sieht es ja hier auch, das kostet uns zum Beispiel, wenn wir Superdünger kaufen, kostet das uns 20 Tulpengulden. Also das hier oben. Und für Superfutter ebenfalls. Ja, 20 Tulpengulden. Mir missfällt immer der Name. Ich weiß gar nicht warum. So. Und wenn man hier auf Füllen klickt, man kann hier auch gucken, wie viel man setzen will. Zum Beispiel Wasser. Kostet denn jetzt uns bloß 2 Moospennies. So. Wenn das mal leer ist, komplett leer, also 0 von 100, müssen wir bloß 100 Moospennies zahlen und schon sind wir wieder voll. So, das ist unser Misthaufen. Das ist unser Dünger. Das kann ich jetzt mal schnell zeigen, indem ich mal schnell pflanze. So, geerntet. Man sieht, man bekommt hier auch ein paar Punkte. Und zwar ist das, wenn man jetzt einmal wenn ich das jetzt geerntet habe, bekomme ich so, na, immer so, bekomme ich immer zweimal oder fünfmal dazu. Zurzeit haben wir 12 Möhren, Samen da und das ist immer wie viel man anpflanzt. Das ist jetzt mal alles voll. Hier steht auch an der Seite, kriegen wir 5, wenn wir das ernten in 9 Minuten, erhalten wir 5 Möhren pro Beet und plus 1 Erfahrungspunkt. Und diese Erfahrungspunkte gehen zu uns hier hoch in den Balken. Und das ist besonders wichtig, weil wir haben ja schon hier gesehen, man muss weiter zum Level zu Level kommen und ja, man muss halt Erfahrungspunkte sammeln. So, ich pflanze hier mal hier was ein. Ich mache das jetzt erstmal ein bisschen das und ein bisschen das. So, nur um mal ein bisschen was angepflanzt zu haben. Ihr könnt das natürlich anders machen. Ja. Hier bei unserem Button, den können wir natürlich ändern. Das war ein bisschen. Da macht sein lustiges Geräusch und man kann sich hier die Form aussuchen. Das hatte ich ja schon mal beim Schnupperkurs gezeigt und ja, man kann sich hier verschiedene Farbmuster auswählen. Kann man die Farbe einstellen, wie man es will, wie man es möchte, die Muster und halt die Form. Ich mache mal ein bisschen heller. So. Das Farbmuster mache ich mal so. Hier könnte man natürlich sagen, es ist ja ein Let's Play und da spiele ich natürlich mit euch. Und wenn euch mal was nicht gefallen sollte, schreibt mir und ich versuche es zu ändern. So, hier sieht man natürlich unser ja, ich zeige es nochmal schnell. Man hat hier noch ein paar andere Symbole von Events und sonstiges. Hier zum Beispiel Events haben wir hier ein paar andere Symbole, Tiere und Pflanzen. Aber das habe ich ja schon alles im anderen, ja, im Schnupperkurs gezeigt. So,
Ich bin hier auf OP und lass es vorbei. So, hier sieht man auch schon unsere Änderung. Unser Mann ist ein bisschen anders. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Und zwar ins Herrenhaus. Hier sind zum Beispiel die Auftragsstube. Die ist besonders wichtig, um auch Erfahrungspunkte zu holen. Oder Sterne. Aber dazu kommen wir auch später. So, in diesem hier, dieser Vin Wiesel, sehr kreativer Name, hat folgende Aufträge. Und zwar müssen, sind das drei Aufträge, in jeweils müssen wir immer irgendwas sammeln, was immer in der gewünschten Anzahl. Hier zum Beispiel haben wir noch 0 Äpfel von 15. Also brauchen wir noch 15 Äpfel. Hier das gleiche Prinzip. Bloß, dass wir hier Hühner, 6 Hühner brauchen und 60 Heu. Hier ist genau dasselbe. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf gehe und alles gesammelt hab, dann steht das hier. Und hier unten hat man das, wenn man das jetzt fertig gemacht hat. Aber das werde ich später nochmal zeigen, wenn es soweit ist. Geht man hier auf den Marktplatz oder kommt, je nachdem, das ist auch eine Weile nicht mehr gespielt, ich bin ein bisschen eingerostet, aber ich würde sagen, wir müssen erstmal sammeln. Da würde ich sagen, dann machen wir mit. Achso, unser Mentor ist Mega Game Freak. Okay. Hallo lieber Mega Game Freak. So, hier können wir unseren, das sind wir hier übrigens. Und wir können natürlich anstellen. Man hat hier verschiedene Sachen. Nicht so viele, aber es sind ganz gute Sachen dabei. So, ich mach, was mache ich denn? Ein schwarzes Schaf. Vielleicht noch etwas hellere. 35. So ein braunes Küchenwerkzeug. Hier hat man auch hier die Untergründe, wo der Küchen halt drin sitzt oder drauf steht. Kann man auch ändern. Ich würde sagen, ich habe eine Idee. Ich lasse das und man hat hier auch die Hintergründe und die kleinen Accessoires. Ich nehme den hier mit, den, mit einer halben Schale auf dem Kopf und den Hintergrund, den lasse ich so. Wenn ihr nicht zufrieden seid, sagt mir und ich versuche es zu machen. So, man kann hier auch aussteigen, indem man kein Mentor mehr ist. Und das hier übrigens ist unser Mentor. Das sind wir und das ist unser Mentor. Und dem kann man auch Geschenke machen, indem man kann ihm auch eine Nachricht senden, wenn er Nachricht kriegt, einen Treff angibt und hier auch mal schreibt. So. Geschenke kann man ihm geben, alles Mögliche. Ja. Was schenken wir ihm? Ach komm, ich bin heute mal spendabel und schenke ihm kleine Kiste Zuwendungspunkte. Aha, okay, so heißt es also. Okay, damit das erledigt. Ja, was kann ich noch zeigen? Ach ja, unsere Eule ist jetzt fertig. Und man sieht hier auch, man hat oben das grüne Balken, das ist unsere Anzeige. Und die zeigt uns halt an, wie lange es noch dauert. Es steht natürlich nicht da. So, also für einmal abernten, ich glaube, für einmal ernten, bekommen wir 150 Erfahrungspunkte. Und das können wir allerdings nur 5-mal machen. Und dann ist die Eule nur noch Dekoration. Also für uns nicht mehr mit nutzbar und wichtig. So. Jetzt sieht man auch, der grüne Balken ist weg und es steht 9 Minuten. So, unsere Ernte ist auch schon fast fertig.
Den Salat, den ernte ich jetzt noch nicht. Ich warte, bis die Mohrrüben fertig sind. Und ja, der Apfel, der gibt uns 10 Erfahrungspunkte und gibt uns 100 Äpfel. Dauert aber je nachdem, ich finde das jetzt mal auf, 12 Minuten. Das hier ist die Scheune. Hier wird uns angezeigt, was wir alles haben. Hier zum Beispiel an Pflanzen, Zuchtfutter, Handwerk und an Eventpflanzen. Hier zum Beispiel ist noch das Event, was ich vorhin gesagt habe. Und täglich steht der Rüdiger, sind das die Eventpflanzen. Diese gibt es nur so lange, wie das Event läuft. Wo in der Vorratskammer ist bislang noch ein bisschen warm, denn das wird noch kommen und ja. Wenn das jetzt aber immer noch zu lange dauert, kann man ihn auch mit Dünger, also das, was wir von unseren Tieren bekommen, das ist der Unrat, der rauskommt, das ist unser Dünger. Und der kommt hier auf den Misthaufen. Und das ist doch fertig, warum lädt er noch? Naja, okay. Der braucht noch eine Minute. Dann kann ich gleich mal zeigen. Wir düngen ihn mal kurz. So, das auch und schon ist so einer Minute vorgesprungen. Also, es gibt einen Unterschied zwischen den großen Feldern, den mittelgroßen Feldern und den kleinen Feldern. Und zwar kriegen wir bei den großen Feldern 5 Mohrrüben. Bei den mittleren, glaube ich mal, waren es nur 3. Und bei den kleinen kriegen wir halt nur 2. So. Ist das jetzt fertig? Ah, man sieht auch wunderbar den Fortschritt, der langsam anfängt zu wachsen. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Runde Mohrrüben. So, das bleibt jetzt auch nochmal gedüngt. Ja, kann ich jetzt mal anpflanzen? Was pflanzen wir denn an? Ich mache erstmal noch keine Events. Man hat sie auch hier. Man kann man hier bei der Aussehe aus. Wie ist das Aussehen? Müsste so heißen. Sieht man auch den Namen und da steht auch da, das ist eine Eventpflanze. Das sind die normalen normalen Pflanzen, die man anpflanzen kann. Das ist halt kein Event. Oder den Rest ernten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Runde Salat. So, ja, hier sieht man, wir bekommen 5 Salate bei den großen, bei den kleinen 2 und ja genau 3 Salate. So, das Ganze dauert 4 Minuten, das kann man wie gesagt überspringen, indem man das ein bisschen düngt mit Wasser. Und wenn das Wasser mal leer ist, kann man das immer wieder mit 100 Mohrpinnen auffüllen. So, jetzt ist unser Feld bewässert und ich würde sagen, wir gehen auf die Landkarte. Hier sieht man nämlich dieser Brief, ne, mit der kleinen Taube hier, mit diesen Klubschaugen. Das bedeutet, dass wir eine Nachricht bekommen. Indem wir da draufklicken, öffnet uns auch schon der Postfach. Das habe ich hier auch schon erzählt gehabt, im Schnupperkurs. Hier ist unsere Postkarte, hier sehen wir unsere Nachrichten. Das, was wir hier schon verschickt haben, Nachrichten, die Block
blockiert die Spieler? Ja, man kann tatsächlich Spieler blockieren. Warum, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Was ich mich jetzt als bloß frage, warum ich schon 3 Freunde habe. Na okay, Mega Game Freak ist mir klar, denn das ist immerhin unser Mentor. Und unser Mentor hat uns auch eine Nachricht geschrieben. Das ist ein Gang. Ah ja. Ach, guck einer an. Ja, und auch wieder einer, ein Kamerama-YouTuber. Einer, der auch Let's Plays macht. Ich weiß gar nicht, ob er zuguckt und wenn, dann sag ich ihm mal Taxen und ja. Ja, da hat er uns schon ziemlich viel geschrieben. Ah, okay. Wollen wir uns zurückschreiben? Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Das schreiben wir den lieben Mega Game Freak zurück und ich hatte auch gleich mal zeige ich noch ein bisschen. Nein, das zeige ich dann in der nächsten Folge. Was kann ich noch sagen? Ich freue mich auf alle Fälle auf dieses Let's Play schon und ich kann es kaum abwarten, weitere Tage daran zu spielen. Es wird schätzungsweise ein sehr langes werden. Also wird schon bis zu gut 100 Folgen werden. Je nachdem, ich weiß es nicht. Es liegt natürlich auch immer an euch. Und ja, ich sagte mal, ja, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Spaß dabei haben hier bei Panorama. Und ja, ich sage dir auf Wiedersehen und bedanke mich noch an euch, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Samen rein. Oh, warte, den Spruch muss ich überdenken. Der ist ein bisschen komisch. Wenn es wieder heißt. Wenn wieder eine neue Folge online ist. Also, vergiss den Dreck, was ich gerade gesagt habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich bedanke mich. Oh, da ist der Salat fertig. Den werden wir uns in der nächsten Folge ernten gehen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei diesem Let's Play. Bis dahin. Ciao.